Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Little Nightmares für die Switch. So, wir haben uns am ersten Koch vorbeigeschlichen und sind jetzt in der Nachküche, würde ich sagen, glaube ich. Kann ich hier eigentlich die Kiste nehmen und ziehen? Nee. Kann ich da einen Türgriff rankommen? Kann ich nicht ran. Okay, also, eklige Wurst. So, ich hier durch. Komm ich da nicht durch? Die Tür kriege ich nicht auf. Ach, da oben links, okay. Hier, komm mal raus. Hier hochklettern. Kannst du das essen? Nee. Ist natürlich gut, wenn er selber essen könnte. Dann stirbt man nicht mal vor Hunger da halbwegs. Okay, hier ist eine große Hackfleischmaschine. Okay, da oben kommen wir schon auch irgendwie rein. Komme ich jetzt aber nicht rein. Dafür müssen wir wahrscheinlich vielleicht Fleisch produzieren. Was kann man hier noch machen? Oh, da ist ein Schubladending. Kann ich da hoch? Nee. Sein Essensfahrstuhl. Kommen wir da hoch? Ja. Oh. Wo kommen wir hin? Ding, ding. Oh, hier hängt ja auch viel saftiges Fleisch. Das ist die Kühlkammer. Können wir auch rein? Hier ist es wohl richtig kalt. Okay, warte mal. Hier können wir auf jeden Fall mal ein Licht anmachen. Hier sind einfach diese komischen Puppen. Mal wieder raus hier. So, hier ist auf jeden Fall Fleisch. Okay. Hoch. Okay. Ah, guck mal. Wenn ein Stück Fleisch doch mit da durch die Luke. Wahrscheinlich können wir damit die Fleischwolfmaschine unten, den Fleischwolf da bedienen. Muss doch ein bisschen mehr Gewicht drauf, behaupte ich mal. Okay. Da oben ist auch noch Fleisch. Den brauchen wir auch noch mitnehmen da. Yes. Hier müssen wir wahrscheinlich aufpassen, dass wir das Fleisch hoch ordentlich raufpacken, weil wenn ich das jetzt nicht raufschiebe, sondern mich raufziehe, falle ich ja anscheinend selber mit drauf und vielleicht sterbe ich ja dann, man weiß es nicht. Wenn ich damit reinfalle, falle ich auch in den Fleischwolf und bin sofort tot. Deswegen schieben wir es jetzt einfach mal drauf. So. Okay, okay, es fehlt uns aber immer noch ein Stück Fleisch, würde ich sagen. Ist da oben noch irgendwas? Ist ein kleiner Akrobat trotzdem, ne? Nicht ganz der Tomb Raider-Style, aber immerhin kann er was. Okay, das können wir nicht. Kann ich hier auch nicht hoffen? Eigentlich. Gucken wir mal nach, ob es da noch irgendwas anderes gab hier. Ist hier auch noch irgendwie Fleisch oder so? Habe ich nur die Kühlkammer hier, ne? Jetzt geht hier noch höher. Aha. Okay, wie kommen wir dann rauf? Die Frage. Da liegt auf jeden Fall irgendwie ein Zwerg, der ist. Aber da kann ich mich nicht ran. Ah. Puppe nehmen. Okay, die kann man wahrscheinlich. Irgendwas kann man mit dem machen, ich weiß bloß nicht was. Ich hab's noch nicht rausgefunden. Wahrscheinlich sind das irgendwelche Sachen, die man sammeln muss. Und jetzt natürlich ein bisschen wenig von gesammelt. Aber wie kommt man denn. Da kommt man nicht hoch zu dem, ne? Schade. Aber irgendwas muss man in diesem Raum ja machen können. Jetzt wird das ganze Ding ja.
Sonst würde das ja alles gar keinen Sinn ergeben, ne? Hm. Hm. Warte mal. Gibt es noch einen Weg andersrum, wo ich längs gehen kann? Wenn ich entdeckt habe? Komm ich jetzt nicht so ran. Ne, bleib mal oben, bleib mal oben. Bleib mal oben. Kann ich da hinten ranspringen? Nein, ne? Hm. Was muss ich ja machen hier? Gehen wir mal hier rein. War ich runter. Ich kann das Fleisch, der reicht das auch schon. Ich kann das Fleisch schon runterholen. Da, auf jeden Fall an diesem Ding da kann ich das, behaupte ich mal, ranziehen. Ich reicht das ja auch schon. Okay. Mini-Winnie-Würstchenkette, lieben Klaus und die Annette. Mini-Winnie, hier ist doch klar. Reicht das schon? Ah, schaut euch das an. Perfekt. Okay. So muss man es machen. Nicht verkehrt. Oh, hier unten. Weiter. Gutes altes Sturmfeuerzeug, was ich da habe. Okay. Hier ist eine andere Kühlkammer. Ein kleines Versteck. Wissen. Falls jemand drin ist. Na, guck mal. Oh, guck mal. Warte mal ab. Der ist ein bisschen dumm, oder? Wir hoffen mal, dass er dumm ist. Käse wollte haben. Mmh. Auch für seine Käse-Sahnesoße, die er macht. Oh, ausgetrickst. Hoffen wir zumindest. Ich komme nicht mehr rein. Also hier können wir nicht weiter rein. Müssen wir einmal noch warten, bis er wieder abhaut. Okay, die Tür aufgemacht, das ist schon mal gut für uns. Vielleicht hinterher. Vielleicht müssen wir hier rein. Da liegt noch ein Schlüssel. Den brauchen wir, der auf dem Tisch liegt bei ihm. Hm. Die Frage, wie wir den bekommen. Oh. Was nenne ich immer einen Fleischer? Fleischermeister.
Da können wir auf den Knopf drücken, da passiert hier irgendwas. Das weiß ich was. Ich gucke erstmal rum, ob ich irgendwo hinlaufen muss dann gleich. Vielleicht in die Töpfe verstecken. Das machen wir gleich mal. Ja. Oh nein! Nein! Ah! Oh, so ein Bastard! Ach, scheiße. So ein Spasti. Bastardkoch. Bastardo. Ja, super. Dachte, dann kriegst du es besser hin, aber dem war nicht so. Also wir müssen ja irgendwie ablenken da hinten, aber darf uns aber nicht sehen. Gut. Okay, wir fangen wieder hier an. Ist auch nicht schlecht. Der hackt gerade da rum. Wir müssen an ihm vorbeischleichen erstmal. So, holt er sich was, um Fleisch weiter zubereiten zu können. Er sieht uns ja leider, deswegen nehme ich hier immer so eine Dose mit. Dann werfen wir das gleich einfach. Hier werfen, treffen wir das denn? Habe ich gesehen? Mist. Oh mein Kack. Widmet er sich gleich wieder sein Fleisch und ich schaffe es nicht, den Schlüssel zu holen. Ach, verdammte Axt. Das ist doch Kacke. Okay, warte mal. Wir holen den Schlüssel gleich, wenn er sich nach hinten. Ich glaube, er geht einmal nach hinten und macht da hinten irgendwas, ne? Wir denn das Fleisch einmal, den Schlüssel einmal, wenn er sich umdreht. Versuchen wir gleich mal. Kurz ab. Komm, du brauchst noch ein bisschen von hinten. Fehlt dir noch was? Okay. Ja, da fehlt dir eine fette Zutat. Hol sie dir. Probiert nicht mal in der Nase rum. Ich hochgehe den Schlüssel nehmen, packt er mich ja sofort. Das macht also keinen Sinn. Aber beim letzten Mal hat er sie dann nach hinten gedreht. Hat irgendwas von hinten geholt. Will das nicht normal machen? Hm. Sieht gar nichts. Schläft euch einer. Hab ich gesehen? Ja.
Auf da. Aha, ich hab den Schlüssel. Da kommt schon gleich hinterher. Los. Kommt er schon wieder mit seinem... Stecken wir uns schnell hier. Findet uns ja nicht. Oh, ich hoffe, er findet uns nicht. Ich weiß nicht, ob er wieder zurückkommt. Ich glaube nicht. Okay, wo immer wir hier gelandet sind, ist es nicht schön, aber hier ist ein Pümpel. Okay, ist auch nicht längs. Warte, da geht's hoch. Da geht's hoch. Ah, sind wir unter ihm, okay. Ich hoffe, dass er uns nicht sieht. Und wo er ist. Ich glaube, er kocht ein Süppchen da. Hier macht sauber Abwasch und machen bald zusammen Abwasch. Das ist die Frage, was soll ich machen? Wir machen weiter. Wo es hingeht. Und nicht raus, ist ein Gitter. Da kann man reinlaufen. Okay, hier ist zu Ende. Okay, wir müssen doch zurück. Wir würden die nicht sehen, ne? Wir müssen ein bisschen Alarm hier hinten machen vielleicht. Mal diese Pümpel mitnehmen. Nee. Eine läuft, der andere sitzt. Bereich rein, aber wenn er jetzt weggeht, dann wird er eigentlich rüber, ne? So, beide sind hier hinten. Also die können mir hier drüben. Ah, jetzt mal aufpassen, wenn ich auf dieses Geschirr tritt. Mache ich wahrscheinlich Alarm. Hilfe! Ich sehe mich auch nicht. Oh, okay. Natürlich. Wie komme ich denn da hoch am besten? Ach, warte mal. Ich mache den Alarm an, dann rennen sie beide dahin. Und dann kann ich bestimmt von der anderen Seite. Ich muss gleich mal gucken, wie weit diese Kette da oben geht. Also dieses Lieferding da oben. Mit den Eisenhaken dran. Was kann sie, wenn die noch weiter durch den Raum nach links gehen, kann ich mich ja daran schwingen und wird sozusagen nach rechts durchgezogen. Das probieren wir mal. Ich kann mir gut vorstellen, dass das klappt. Ja, warte mal. Steh mal auf. Testen wir mal. Wie weit geht denn das?
Was schwingt ja auf jeden Fall da oben durch dieses Loch durch. Wir machen es mal an. Wir probieren es mal aus. Probieren geht über Studieren. Wir müssen mal kurz warten, bis er ein bisschen weggeht. Was ist der Ratzefatz hier? Was geht's? Runter? Runter? Ups. Lauf! Hier hoch, leider nämlich. Guck mal, wusste ich doch, da gehen die Haken nämlich längs, habe ich schon gedacht. Zack, gehen wir uns mal dran. Müsste ja klappen. Wenn sie die Maschine jetzt nicht umdrehen, das weiß ich natürlich nicht. Drehen ein bisschen durch, wa? Die wollen einfach mich haben. Du musst den Schalter umdrücken, Junge. Ich hoffe, du machst es nicht. War mich da? Ja. Runtergesprungen, sonst hat er mich gleich erwischt, da. Oh nein! Ich hätte vorher runterspringen müssen. Ich hätte vorher runterspringen müssen. Scheiße. Das ist schon spannend, ne? Aber wenn ich runterspringe, dann kann ich mich durch unter diesen Tisch noch reinsliden. Weil ich glaube, wenn ich an ihm weiterfahre, dann schnappt er mich vom Haken weg. Glaube ich. Ich glaube, das geht nicht. Los geht's. Oh, kriegt er mich noch? Nee. Oh, Alter. Oh, wirft doch eine Flasche nach mir, der Bastard. Gar nicht mal so leicht. Oh. Jetzt noch hier runterfallen, das wär's. Puh. Gar nicht so leicht, ne? Gar nicht so verkehrt. So Leute, aber das war's für heute. Spannend war's und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, tschüss.